Ja, geh doch mal in den Schuppen für eine halbe Stunde in eine Werkstatt und bastel etwas. Ja, da mache ich eine Challenge draus, das ist voll super. So ein Rotz. So, jeder YouTube-Kanal hat ja sein eigenes Format oder seine eigene Vorstellung und auch so etwas, was es besonders ausmacht. Der Andreas von der Männerhöhle hat die Restholzprojekte, die super sind. Da will ich gar nicht groß was nachmachen. Das macht er super geil. Dann gibt es tolle News-Formate, den Mach dein Scheißtag oder den Vlogtember vom Niklas. Also es gibt super viel. Ich habe mir auch was überlegt. Das will ich schon seit 2 Jahren machen. Ich habe mich inspirieren lassen von dem lieben Jamie Oliver. So, es ist nämlich so, als Vater von 3 Kindern hat man nicht viel Zeit zum Basteln. So. Und um auf seine Kosten zu kommen, meine Frau hat dann immer gesagt, so, ja, hier stressiger Tag, geh doch mal für eine halbe Stunde in die Werkstatt. Und was habe ich dann gemacht? So, das Einzige, was ich machen konnte, ist, ja, mal, keine Ahnung, man hat mal so, war die halbe Stunde rum. Und dann war man trotzdem unzufrieden, weil man ja nichts geschafft hat. Und da kommt jetzt der liebe Jamie ins Spiel. Der Jamie Oliver hat vor 12 Jahren ein Buch rausgebracht, nämlich die 30-Minuten-Menüs. Ich habe ein paar probiert. Man schafft das nicht in 30 Minuten, was der Jamie da sagt. Es sei denn, man ist Profikoch oder hat eine Küchenhilfe. Das alleine fürs Schnibbeln brauche ich 30 Minuten, ganz ehrlich. Und dann ist es noch nicht mal auf der Pfanne. Ich probiere das aus. Wir machen die 30 Minuten Projekte. Das heißt, ich probiere aus, was kann man schaffen in 30 Minuten. Schaut es euch an. Ich weiß noch nicht, wie ich es schneiden werde. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich sage euch jetzt gleich mal, worum es heute geht. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich habe natürlich keine Zeit, alles schön zu lackieren oder zu verleimen. Ich werde hier wahrscheinlich die Sachen einfach stumpf zusammenschrauben. Ich weiß es noch nicht genau. Aber heute, worum geht es heute im Projekt? Meine Töchter sind sehr, sehr fleißige Künstler und über kurz oder lang landen die Sachen dann immer auf dem Dachboden. Und irgendwie ist das zu schade, ne? Also man sollte sie doch zumindest eine Zeit lang aufhängen. Und da hatte meine Frau eine grandiose Idee. Was wir für das heutige Projekt brauchen, ist, wir brauchen quasi für so ein Klemmbrett, gibt es so diese Klemmmechanismen. Und wir machen mehr oder weniger ein Klemmbrett, aber mit Bilderrahmen drum und hängen das dann quasi auf. Es geht jetzt erstmal darum, kann ich in einer halben Stunde diesen Bilderrahmen mit Klemmbrett bauen? Das würden wir jetzt gleich zeigen. Die Uhr startet gleich. Ich mache die gleich an und dann legen wir auch schon los. Die Zeit läuft in 3, 2, 1, go! Na, ob ich das schaffe. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie groß das Ding sein muss. Also klemme ich mir einfach ein DIN A4-Blatt hier ein. So, das haben wir schon mal. Jetzt hole ich mir die Eichenbohlen her. Oh, 2 cm Breite. Ich sortiere jetzt aus, welche nicht so gut gehen würden. Hier habe ich ein Astloch drin. Vielleicht, ja doch, das kann ich auch nutzen für die kurze Seite. Dann nehme ich die 2 hier für die kurze Seite, die 2 für die lange Seite und die anderen halte ich mir mal zurück, falls ich was falsch mache. Sieht doch schon nach einem Rahmen aus.
viel zu groß. Aber nicht schlimm. So, jetzt versuche ich, eine Not reinzusägen, ca. 5 mm tief. Und das muss ich zweimal hintereinander machen, weil das Sägeblatt hat 3 mm Durchmesser und die Multiplexplatte hat 6 mm. Das heißt, ich muss einmal versetzen. Ja. Alles fest, alles fix, alles gut. Maske an. Es sind noch 18 Minuten. So, und schon ist es mir passiert, dass ich es an der falschen Seite gesägt habe. Wenn ich das nämlich jetzt so beibehalte, wird sich das nicht ausgehen. Das heißt, das Ding ist jetzt für die Tonne. Gut, dass ich mehr gesägt habe. Das probieren wir mal aus, was passt. Das ist noch ein Mini-Stück mehr. So passt. Kann ich die anderen auch machen. Zeige nicht an, wo ich es abschneide. Wenn das erledigt ist, brauche ich dann noch große Maschine oder gehe ich dann hier rüber? Ich gehe. Ich hoffe, ich. Man muss echt. Es sind noch 10 Minuten, nur damit ihr es wissen wollt. Gut, jetzt machen wir das Ganze noch schön. Hoffentlich. Nämlich, wir machen eine Phase rein. Und. Wo ist denn der schon? Der Gerät. So, knapp 5 Minuten noch. Das wird sehr eng werden. So, wie ich eingangs sagte, wird hier einfach stumpf zusammengeschraubt. Für anderes habe ich keine Zeit. Für andere Spirenzchen hätte ich gerne Zeit, habe ich aber nicht. Nicht dein Ernst. So, ich möchte euch den Tipp geben, wenn ihr solche Aktionen macht, checkt vorher die Akkus. So, 1 Minute 20. Ah! Sekunden. Oh, das wird richtig kacke eng. Ein Stift, zwei Stift. Habt ihr die Uhr im Blick?
Oh nein! So. Timer abgelaufen. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Man denkt, das ist doch gar kein Problem. Was stellt er sich denn so an? Aber ich muss sagen, diese Mission ist failed. Obwohl, es fehlen nur noch die zwei Stecker hier hinten dran zu machen. Also, ich baue es natürlich für euch noch zu Ende. Ich brauche alleine 10 Minuten, um mir diese Mechanik zu montieren. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann man sich... So habe ich es mir vorgestellt. Nicht! Jetzt sieht er mir... So, grundsätzlich hat alles funktioniert. Der Schnappmechanismus funktioniert hier leider nicht. Das fuckt mich gerade ziemlich ab. Diese Nietendinger sind einfach total die Nieten. Ja, geh doch mal in den Schuppen für eine halbe Stunde in eine Werkstatt und bastel etwas. Ja, da mache ich eine Challenge draus, das ist voll super. Dann so ein Rotz. Habe ich keine Ahnung, wo ich passende Nieten herkriege. Oder passende Schrauben oder irgendwie passendes, wie ich das befestigen soll. Fuck. Es hätte gut gehen können. Jetzt sind wir schon bei 42 Minuten. Ich habe alleine 12 Minuten hier an diesem Scheiß hier rumgefuchtelt. Und dann habe ich auch noch so Schubladenschrauben. Vielleicht würde das ja auch gehen, dass ich die da so reindrehe. Gut, ihr habt es mitgekriegt, die Challenge ist gescheitert. Ich habe länger gebraucht als eine halbe Stunde. Es hatte natürlich verschiedene Gründe. Zum einen sind die Nieten echte Nieten. Ich verlinke euch einfach mal diesen Klemmmechanismus, den ich gekauft habe. Und sage euch jetzt, kauft den nicht nach. Kauft was anderes. Oder wenn ihr das macht, dann benutzt diese Schubladenschrauben. Damit funktioniert es sehr gut. Aber mit diesen Nieten nicht. Ansonsten hätte das funktioniert, wäre ich wahrscheinlich 1 bis 2 Minuten länger dran gewesen. Nichtsdestotrotz hat es mega viel Spaß gemacht. Es würde mich interessieren, wie findest du das Format? Soll ich davon mehr Videos machen? Natürlich könnt ihr mir auch einige Vorschläge machen. Ich schmeiße das Ganze dann mal in den Topf. Soweit, so gut. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Euer Sascha.